ist das für eine? Ach, das ist die Mission. Ja, das sind die letzten zwei Missionen hier, die ich beide richtig lang finde. Die Andy-Missionen sind alle so schön. Die von Sammy und Max, die sind alle so lang. So. Wir haben eine relativ einfache Mission. Entweder wir besetzen das Hauptquartier hier, was die einfachere Möglichkeit ist, oder wir besiegen alle Truppen, was die etwas schwierigere Möglichkeit ist. Es gibt hier zwei Silos, die man besetzen kann. Ist allerdings die Frage, ob man die kriegt. Mit Infanterie und Mecheinheiten kommt man in dieser Mission relativ weit. Deswegen Sammy hier eigentlich auch ein super Co. für die Mission ist. Außerdem hat man hier schön viel Spiel mit Fernwaffen. So. Bringt mir die Basis da unten eigentlich überhaupt was, bevor ich die Kanone hier zerstört habe? Nö, die bringt mir nicht mal was. Erstmal hier ein bisschen was reinwerfen. So, damit sind alle Raketen raus. Thank you.
Feuer! Ach, ich mag Samys Infanterieeinheiten. Panzer kann ich jetzt auch definitiv mal nicht schaden, wenn die jetzt hier auch mit Speeren anrückt. Na, da komme ich natürlich jetzt genau nicht hin. Aber die kriege ich hier weg. Damit da an der Front da unten auch was los ist. So, und hier brauche ich jetzt einen Raketenwerfer. Einmal Infanterie kaputt, einmal Artillerie anschießen. Noch ein bisschen Meat Shield reinwerfen. Gerne am Besetzen hindern. Oh. Na gut, dann stellen wir ihm halt einen APC hin, damit er den abschießt. Aber hier noch einen Jagdpanzer. So. Die Artillerie macht nichts mehr, oder zumindest nichts Großes, sagen wir es mal so.
Infanteriekrieg. Er scheint so klein, aber es ist doch, aber er ist doch so wichtig. Kämpfen wir uns doch da langsam mal durch. Dann haben wir zumindest hier schon mal die Black Cannon in Reichweite. Dann holen wir doch schon mal unsere Kampfpanzer raus. Ich höre einen Powerbar blinken. Ich mag dieses Geräusch. Ein APC weniger. Oh, jetzt habe ich den direkt in die Black Cannon reingestellt, fällt mir gerade auf. Verdammt. Na gut. Dann kann ich auch gleich anfangen, das Ding zu besetzen jetzt. Terra-Taktik. Ja, solange es keine Prime-Taktik sind, soll es mir egal sein. Ist weg. Will ich sie wirklich auf einem Berg angreifen? Na gut, mit einem Medium Tank traue ich mich das. Das sind ja keine Prime Tactics, die sie gemacht hat. Sonst hätte ich das jetzt definitiv nicht gemacht. Sonst hätte sie ja nicht mal wirklich Schaden bekommen. Aus 5 und 4 mach 9. Ab hier fangen wir an, Mechs zu spammen.
weil Mechs von hier aus am schnellsten Richtung Hauptquartier kommen. Bauen wir auch mal Titanpanzer, wenn wir es schon können. Wozu macht man sonst diese komischen Labormissionen? Jetzt dürfen wir uns durch den ganzen Infanterieschwall da durchkämpfen. Das können wir ja auch nur machen, wenn wir einen Mechschwall haben. Okay. Das war's dann. Schön weiter durchkämpfen. Dann haben wir hier den Chokepoint auch aufgebrochen. Ich brauche einen APC, um den Raketenwerfer wieder mit Munition zu versorgen. Oh, jetzt kommt sie mit ihren Fernwaffen hier. Okay. Jetzt wird Zeit, dass ich da hinten durchbreche.
dass diese Mechs auf den Bergen immer so viel aushalten müssen von ihr. Naja, wenigstens geht's vorwärts. Schön den Max-Spam weiter nach vorne treiben. Irgendwann ist sie komplett überflutet von Mech-Einheiten. Finde ich schön, dass du meinen Kampfpanzer direkt an deine Artillerie ranlässt. Ach, da will ich jetzt mit einem Jagdpanzer nicht unbedingt rein, wenn ich ehrlich bin. Los, Infanterie! Jawohl! So, die sind dann auch weg. Bye bye! So. Der Max-Spam darf nicht enden. Ich finde es schön, dass die kein einziges Mal auf Prime Tactics gespart hat. Ich hab fast einen Super. Fehlt nur ein Stern, aber den kriege ich nie und nimmer gecharged. Jetzt. Müsste ich mehr als ein paar Selbstmordattentate begehen, die ich nicht mal machen kann. Weil mir da die gegnerischen Einheiten fehlen, in die ich meine Einheiten reinopfern könnte. Das ist schon mal schön zu sehen, dass sich die Front schön nach vorne verschiebt. M-
Mehr Einheiten muss ich jetzt ehrlich nicht mehr bauen. Hier unten vielleicht noch. Oh, danke, dass du mir meine Gabe voll gecharged hast. Here comes the victory march! Einfach zum Trollen vorher noch das Ding da besetzen. Marathon-Infanterieeinheiten. Ich liebe diese Dinger. Okay, beenden wir es. Mission complete. 300 Punkte S-Rang, sehr schön.